Der perfekte Staubsauger für den Wohnwagen, für den Camper oder auch dem Elektroauto. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du das Produkt, was hier zu sehen ist, über meinen Link erwirbst. Denn dann kann ich auch wieder neue Produkte bestellen und testen. Das hier ist wie gesagt der Makita Akkustaubsauger. Unter 100 Euro, absolute Kampfansage. Er trägt den schönen Namen DCL 18-4Z. Ganz wichtig, das Gerät ist mega handlich, passt überall rein. Hat eine wunderbare Saugfunktion, muss man sagen, für so einen kleinen Akkusauger auf jeden Fall. Und steht auf jeden Fall den von Dyson in nichts nach. Ich möchte sogar sagen, im Bereich Auto und Camping steht er sogar ganz, ganz weit vorne. Wichtig, in dem Preis von 100 Euro ist der Akku natürlich nicht enthalten und auch kein Ladegerät. Ihr solltet in der Regel schon Makita Akkus haben oder Nachbauakkus. Gerne verlinke ich euch alles, wie das Produkt auch, unter dem Video. Wie gut er saugt, wie lange er saugt, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Ganze im Detail an und ihr könnt dann gerne über die Sprungmarken nach vorne gehen und euch den Saugtest schon mal anschauen. Für 94 Euro habe ich diesen Karton hier erhalten. Ganz wichtig, das kann morgen teurer oder billiger sein, je nachdem, wohin sich der Finanzmarkt entwickelt. Ich finde 94 Euro für ein Makita-Produkt auf jeden Fall richtig gut. Schauen wir einmal ganz kurz den Lieferumfang an. Wir haben einmal unser Gerät. Ganz wichtig, der Akku ist nicht mit enthalten. Solltet ihr entweder dazu kaufen oder schon bereits haben. Das sind die 18 Volt Akkus. Wir brauchen hier auch nur einen Akku. Ich habe auch schon so ein ähnliches Gerät mit Doppelakku als Rucksack. Von der Saugleistung her um nichts besser. Und von der Handlichkeit ist das Teil auf jeden Fall hier eine Wucht, vor allen Dingen für den Preis. Ihr wisst, da kauft man halt auch keinen Dyson für. Ich finde das völlig okay. Wir schauen uns das im Detail gleich nochmal an, aber erst natürlich der Lieferumfang. Wir haben einmal eine Bodendüse und oder so eine Polsterdüse, dass man auch zwischen die Ritzen kommt. Mega gut ist, dass es gummiert ist, weil sonst zerkratzt ganz schnell mal euer Hartgummi. Also das schon mal mega cool. Dann haben wir dazu noch mal ein längeres Teil, hier ein Pinsel, den können wir auch, quasi um die Ecke pinseln, indem wir das Ganze hier drehen. Können wir hier auch schön auf den Armaturen und sowas pinseln, ohne dass wir uns was zerkratzen. Mega cool. Dann haben wir hier die typische Teppich-Haarbürste mit diesen Widerhaken, die die Haare rauszieht. An der Seite noch etwas für ja, etwas gröberen Schmutz und feineren Schmutz nochmal als Düse. Das Ganze auch nochmal für längeren Teppich mit diesen Zacken drin. Wer es braucht, wir können natürlich hier auch einen Gurt einhängen. Vorsichtig, liebe Männer, das nicht eurer Frau zu Weihnachten schenken. Es ist keine Handtasche. Obwohl es viel, viel geiler ist, muss ich sagen. Ich habe mit dem Sauger ein paar Mal gesaugt. So, der Akku ist immer noch voll bis oben hin. Also ich habe bestimmt 8-mal mein Wohnmobil ausgesaugt. Und ihr könnt ja gerne mal über den Link gehen und in den Rezensionen checken. Denn da seht ihr auch, ist auch ein Mensch mit einem Boot. Ich weiß nicht, wie groß das Boot ist. Auf jeden Fall kann er drauf leben. Also größer als ein Wohnmobil. Und er kann damit auch etliche Male sein Boot aussaugen, bevor das Ding leer ist. Also das ist schon mal mega cool. Was mir nicht so gefällt, ist, dass wir das Zubehör nicht an diesem Staubsauger irgendwie montieren können. Was ich aber lustig finde, ist dieses Teil hier. Denn dieses Teil können wir hier an der Rückseite einklipsen. Ja, ich zeige das mal ganz kurz. Moment. So, hätte ich jetzt Haare, könnte ich die mir damit jetzt wunderbar die Haare schön machen, frisieren. Das Teil ist perfekt, um Staub aus den Ritzen rauszubekommen und auch um Luftmatratzen aufzupumpen. Ihr wisst schon, die Schlauchboote, Luftmatratzen, Gummitiere, wo man sonst Ewigkeiten beisitzt, alles in einem Gerät, finde ich auf jeden Fall mega cool. Ich sag mal so, das Laub würde ich damit jetzt nicht mitpusten. Dafür bräuchte ich dann einfach viel zu lange wahrscheinlich. Auf dem Gerät selber können wir einmal das Ganze einschalten. Sind beim ersten Mal drücken gleich im zweiten Gang. Beim zweiten Mal drücken im dritten Gang. Und drücken wir nochmal, sind wir im ersten Gang quasi. Können das Ganze hier unten wieder ausschalten. Auf Polster 3, auf normalen Hartboden, reicht 2 völlig aus. Es ist nicht besonders laut, kann man auf jeden Fall auch auf dem Campingplatz betreiben. Ich finde es mega cool, gerade in den Ladepausen beim Elektroauto. Dann nutzt man die Zeit wenigstens, saugt die Kiste durch, hat alles schön ordentlich und sauber. Wo landet der ganze Dreck dann? Hier unten in diesem Schmutztank. Der ist zugegebenermaßen ein bisschen klein. Ich habe jetzt hier aktuell ein Papiersäckchen drin und lieber klein als fein als gar kein Säckchen, sage ich mal. Das funktioniert so auch ganz gut. Es gibt da nochmal diesen anderen Einsatz, dieses hier. Das ist sehr grobmaschig, wiederverwendbar, aber in meinen Augen Müll, weil hinten der Staub noch rauskommt und man den Staub einfach nur in der, in dem Raum, in dem jeweiligen Raum, wo man gerade saugt, verteilt. Das will man ja nicht. Das kannst du halt überall Staub wischen wieder. Deswegen nutze ich selber diese Papierfilter, die kann man da einsetzen, auf Amazon easy nachkaufen. Das ist immer das Problem bei diesen No-Name-Saugern, dass du irgendwann nicht mehr diese Beutel kriegst. Das sind jetzt 5 Stück schon mit dabei.
Ich habe mir auch noch mal 5 nachbestellt. Ich denke mal, da komme ich ein ganzes Jahr mit hin, weil so viel Dreck fällt im Auto ja nun auch nicht an. So, ich würde sagen, wir reinigen als erstes mal den Teppich. Also das ist das Schlimmste, was es gibt, Nadelfilz, weil selbst wenn der Sauger stark ist, hängt der Rotz hier immer in diesen ollen Filz drin. Es wird verkauft als Velour übrigens, aber du kriegst immer Nadelfilz. Aber wir müssen natürlich unseren Staubsauger einmal ausstatten mit der entsprechenden Düse. Ich nehme das Teil hier mit dem Ziehsystem quasi, was auch besser als Bürste gegen Hundehaare bekannt ist. Und wir machen das auf Stufe 3 auf jeden Fall beim Teppich. Was immer ganz schön ist hier, also wir sehen hier vorne, das Ganze ist kugelgelagert, kann man jetzt nicht sagen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das Ding bricht euch nicht so schnell kaputt, da es in die entsprechende Richtung geht. So, wir sind in Stufe 2, gehen gleich auf Stufe 3. Wir müssen den Teppich wahrscheinlich festhalten, weil das Ding hat ja auch eine Saugleistung. Und klar ist der 600 Euro Dyson Staubsauger natürlich geiler. Mit rotierender Bürste, muss man sagen. Aber man kommt damit nicht gut um die Ecken. Es gab ja mal diese Kahlen-Boot-Version. Ist gut und schön. Aber es ist schöner, wenn du einen Schlauch hast, wo du normal das Gerät auf den Boden stellen kannst, sodass es nicht irgendwie nervt. Wir probieren mal verschiedene Sachen hier aus. Und zwar einmal die Brezel. So, richtig schön reingestampft, ne? So wie es ja auch muss. Dann hier so ein bisschen Teekrümel, wo die auch immer herkommen. Vielleicht war man gerade in Holland oder so. Und dann noch mal ein bisschen. Die Kinder haben ja auch genascht. Ah, haben die genascht und latschen das hier noch schön rein. So, zack. So, wollen wir mal schauen, ob es funktioniert. Wir nehmen erstmal das Grobe weg. Ja, der ist jetzt nicht bei einem Strich sauber. So. Und ich sag mal so, besser als der Sauger von der Tankstelle. Unsere Waschanlage hier übrigens um die Ecke hat einen super Staubsauger, aber die meisten Tankstellensauger kannst du vergessen. Und ja, es gibt zig Staubsauger, die bestimmt tausendmal besser sind mit ihren rotierenden Walzen und sonst irgendwas oder noch mehr Saugleistung. Aber es gibt keinen, der so geil ist fürs Auto, vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis hat und dann auch dazu eine Marke ist. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Besser einen kleinen Staubsauger als gar keinen Staubsauger. Ich gebe dafür auf jeden Fall 5 von 5 Punkten. Wie setzt sich das zusammen? Preis-Leistung top. Ist halt eine Marke und der Preis ist fair in meinen Augen. Die Saugleistung ist für ein Akkumodell, das fürs Auto gedacht ist, wirklich perfekt. Wir können Papierfilter nutzen und haben somit keinen Staub mehr im Fahrzeug oder da, wo wir auch saugen, können gleichzeitig pusten und ja, ich finde es einfach mega genial. Passt in den Kofferraum rein. In meinen Ladepausen kann ich jetzt die Zeit sinnvoll nutzen und saugen oder im Wohnmobil morgens einmal durchsaugen. Perfekt. Kann ich die Wände, die Ecken auspusten und so weiter und dafür ist das Ding mega geil. Schreibt gerne in die Rezension rein, wie ihr das findet. Der Link, wie gesagt, ist unter dem Video in der Beschreibung, in der Infobox drin und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer. Ciao.